Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands mit Reaper, Enno und Vanwa. Hallo. Und wir gehen gleich weiter mit unserer Tour hier. Ja. Und jetzt wird es ja wieder so diesig. Und nicht wundern, dass hier ist ein Transformer. Bumblebee. Ja. In der Billigversion. Wow! Ich glaube, der war Selbstmord. Das war schon wieder so ein Versicherungsbetrüger, sage ich. Wollte ich auch sagen, da wollte er absichtlich das Auto. Ja. Was? So, da vorne biegen wir rechts ab. Und zwar genau jetzt. Gut rumgedriftet. Also, ich frage mich die ganze Zeit, mein Kollege, der Enno, es hinkriegt, dass neben seinem Helm durch das Dach dieses Fahrzeug drückt. Aber wir haben doch extra ein Loch reingemacht für ihn. Ach so, da ist ein Loch drin. Ja, das sieht man so. Da ist doch ein verstecktes Dachfenster. Ach so. Oder ihr macht das Ding zum Kabel. Dann kannst du mal vorher ausschalten. Eine Kurvenlage. Du hast dir dieses Auto ausgesucht. Nicht mir. Ja, auf Autoscout stand da, dass er eine gute Kurvenlage hat. Aha. Negativ, der hat nur zwei Sitze. Es sei denn, du bist im Kofferraum geflogen. Und der vierte müsste aufs Dach geschnallt werden. Ja. Der darf hinterher. Oh. Oha. Das sind nette Kurven. So, jetzt mache ich mal einen auf Hund hier. Wir kommen in den Mittelalter. Oh. Die haben uns nicht gesehen. Dann kommt hier so ein Strommast und Tom, der kommt es an. Ja, prima. Das war's mit dem Auto. Oh, Happy New Year! Ups. Meine, die Abkürzung geht nicht. Gut, dass du instinktiv richtig abgebogen bist. Ich hab vergessen anzusagen. Ach so, ich bin der Straße weitergefolgt. Ja, das ist gut so. Oh, am Ende der Straße geht's nach rechts. Wow. Ah. Alter, meine Knie, mein Kopf, mein Rücken. Oh. Oh. Nee. Oh Mann, das ist noch ein ganz weiter Weg. Ich glaube, ich will aussteigen und zu Fuß gehen. Bis dahin ist der Wagen quasi nicht mehr neu. So. Was erwartet uns denn auf unserem Einsatz? Ja, wir haben die Himmelfahrtskommando. Wir haben die Info, dass das Kartell hier eine alte Fischfabrik oder sowas übernommen hat und da dann die Coca-Paste weiterverarbeitet. Schön ein bisschen kochen und so. Ach, die wir eigentlich zerstört haben vom letzten Mal? Nee. Das war ja nur schon das Abgepackte, aber hier ist jetzt die Fabrik, wo sie es herstellen wollen. Ach so. Und wir müssen möglichst die ganzen Öfen und Mischmaschinen und so weiter in die Luft springen. Schön, hier vorne links ist das schon. Na, schön, dass ich mir auch kurz noch Sprengstoff habe. Au! Oh. Und wir sind ja, da. Oh! Wir sind in dem Gebiet drin. Raus! Ja. Ich würde sagen, das war absolute Diskretion. Aber hier führt ein Weg hoch ins Gebirge, das wäre vielleicht was. Wir wandern. Oh oh. Ja, wir wandern erstmal. Aber nicht gemütliche Schritte. Mir wurde gesagt, ich soll links abbiegen. Ja, da war ich wohl ein bisschen optimistisch, was die Positionierung und so weiter angeht. Oh! Was? Vielleicht auch auf dem Turm. Ich mach mal ja, wenn möglich. Da
danach kann unser Sniper gerne da wohnen. Der Turm ist sauber. Da möchte ich gerne rein. Turm ist clear. Ich komm hoch. Weitere Feinde nähern sich hier unter dem Bergpass. Oh. Ich versuch sie zu scouten. Die Drohne ist unterwegs. Sollten gleich oben sein. Ah ne, jetzt meinst du Willis. Links von dir. Granate wir fit. Haben unten da, wo wir geparkt haben. Genau. Was? Ja, den interessiert nicht. Das anscheinend nicht mit der Granate. Warte, du von oben oder Straße? Ich zähle 4, 5, fast 6 Ziele. Die stehen alle auf dem Haufen noch. Wir haben einen, der weiter den Bergpass hochmarschiert. Der hat die Granate auch überlebt. Der ist gleich bei der Treppe. Vorsicht, der schießt auf Anwa. Yes. Von hinten. Oh Gott. Duck dich. Danke. Den sollten wir mit Granaten eindecken im Pass. Nee, aber das interessiert den nicht. Er hat sich weggeduckt. Er ist jetzt auf der Treppe. Aber das ist noch mehr. Sehr gut. So, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube auch, also ich sehe keinen weiteren gerade, der auf uns zustürmt. Das sind Zivilisten, die da oben stehen übrigens. Oh. So, ich habe mal auf einen Sniper gewechselt, der hier hat fallen lassen. Das Ding ist aber ziemlich laut, ne? Falls du nicht Charlie dafür dabei hast. Es geht mir nur um etwas bessere Fernaufklärung. Ich höre das Sekundäre noch ein Sturmgewehr. Wir sind eh entdeckt also, mittlerweile. Trotzdem. Ja, ich glaube aber jetzt nicht mehr. Also, wir haben alle Zeugen. Ich habe den Alarm ausgeschaltet. Ah, okay. Ich glaube, alle Zeugen wurden beseitigt. Aber das ist eigentlich eine gute Startposition, weil so können wir uns das gesamte Gelände einprägen. Eine kurvige Straße über den Feldweg rechts könnte man, glaube ich, gut rein. Der Feldweg, den du meinst, sind Schienen. Ah ja, okay, dann gehen die Schienen. Irgendwo werden wir entdeckt. Ja, da ist ein Auto. Ja, prima. Ist aber weitergefahren. Oder hat er einen von euch gesehen? Nein. Negativ. Okay. Noch einen. Ich hab einfach keinen Durchschlags. Deine Durchdringung ist nicht groß genug. Geht doch. Ich sehe noch zwei Personen, die sind auf der Straße ein Stückchen nach rechts hoch. Schützungsgenerator ist ausgeschaltet. Sehe noch ein Ziel. Sehe beide. Einfach. Ja, die konnten glaube ich noch nicht orten, wo Schüsse kommen. Gibt's den noch? Oh, die Kuriose-Kraft auf dieser Entfernung. Scheiß Nachladen. Er hat um Hilfe gerufen. Eins ist ausgeschaltet, zu spät. Ja, wir werden einmal abwarten, ob jetzt Verstärkungen mit Autos kommen. Auf dem Gelände also, ist es ruhig. Man sollte sich das ja nicht mal vom Felsen wegbegeben, zumindest aus dem Sichtfeld der Straße. Durchschlagen. Ja, habe ich gemacht. Ich bin jetzt hinterm Felsen. Die Basis ist aber auch komplett tot. Naja, ja. Komplett nicht. Zumindest ja, das vordere Teil. Froh. Achso. So, ich meinte, ich dachte, okay, komm. Aber ich hab das Gefühl, da kommt keiner. Nee, ich sehe auch noch niemanden. Ich werde einmal die Straße überqueren und mich an der Mauer niedersetzen, dann gucke ich von da aus mal. Also mit der Drohne. Ist ja nicht, hab ich das Ding nicht getroffen? Gibt's da nicht. Jetzt aber. Was ist der Alarm? Ja, da ist noch ein zweiter Alarm gewesen, falls sie auf die Idee kommen, den Generator zu reparieren. Ne, sieht gut aus. Wir können vorrücken. Okay. Na dann, macht mal. Wollt ihr über den Feldweg reingehen? Ich bin für den Feldweg, der eine Schiene ist, ja. Ja, okay, über die Schiene. Also okay. Bis jetzt, es bewegen sich zwar einige Leute hier, aber es sind alles Zivilisten. Ich bewege mich bis zum Bahnhof auf dem auf den Schienen vor. Ja. Enno, bist du bei ihm? Ich bin unterwegs. Okay. Okay, ich bin jetzt im Bahnhofsgebäude.
Weil hier sind nur Zivilisten. Ihr könnt euch da ja sammeln. Ich glaube, das wäre gut, wenn ihr zu zweit rumlauft. Dann könnt ihr euch Deckung geben. Unser Sanitäter ist mal wieder lebensmüde. Wieso? Ja, ja. Ich bin schon im Bahnhofsgelände drin. Seid ihr zu zweit? Nein, nein, ich bin gerade erst auf dem Weg. Was? Ja, diese Lage war sicher und offensichtlich klar. Ja. So, bin jetzt beim Sunny. Okay, sehr gut. Ich schätze. Okay, ich sehe wieder. So, ein Sniper. Hättet ihr euch sofort ausschalten können. Ja, ja. So viel zum Thema sicher. Okay, ich sehe vom Gelände aus gesehen. Vier Leute sind direkt bei der Halle, wo wir hin müssen. Das sind Feinde eindeutig. Aber alle mit Standardausrüstung. Hallo, wir haben noch einen Sniper. Wo ist denn der Sniper? Ich habe ihn markiert, er ist oben auf dem Dach. Also oben auf dem rechten Dach. Nicht auf dem Dach, wo wir hin müssen. Er kommt jetzt die Treppe runter. Fuck! Na prima, unser Sniper. Aber ich glaube, bis dahin haben sie ihn lange verloren. Von daher ist das nicht weiter schlimm. Das gibt's doch nicht! Jetzt, jetzt rennt er weg! Jetzt rennt er im Gebäude runter. Ja. Achtung, ihr kriegt Spaß da unten. Keine Sorge. Ja, ja, und suchen sie nicht. Die suchen dich. Außerdem machen wir uns dazu, dass wir uns entdecken. Nee, ich überfahren werde. Ich dachte, das wäre ein Endgleis. Nein, das ist kein Plan. Aber das ist gut, da kann ich vorrücken ohne Lautstärke. Oh. Ich ist heute wieder ein Heli, war ja klar. Wer röchelt da unten rum? Irgendjemand röchelt da. Wo genau? Ich glaube, ja. Unser Sunny ist erwischt worden. Wo genau? Hinter dir. Da bei den Schienen, siehst du ihn? Warte noch. Bisschen links, links, links. Links? Ach hier. Mann. Versteck die doch nicht im hohen Gras. Eieiei. Ich hatte so eine Schraube mitgenommen. Oder ist das Unidad-Heli oder wo kommt der her? Kann ich nicht. Kann ich gerade nicht sehen. Identifizieren. Er ist braun. Ist ja auch mal eher grün. Wow. Ja, das ist ein Unidad-Heli. Commander, das Feld. Wie ist die weitere Vorgehensweise? Also das Gebäude, an dem ihr seid, beziehungsweise an dem der Manwa ist, da ist zumindest eine Person drin. Mindestens, ja. Ich werde einmal unten reinfliegen und nachsehen. Auch wenn die Drohne nicht mehr allzu viel Batterie hat. Ganz unten ist niemand mehr, aber ich konnte gerade nicht mehr weiter gucken. Okay, soll ich mal mit meiner Drohne rein oder wissen wir, bis deine wieder voll ist? Vier vom Gebäude auf der Straße ausgeschaltet. Enno, wir können sie sonst. Wir können zumindest unten schon reingehen, wenn ihr Deckung braucht. Aber behaltet die Treppe in den Auge. Eins ist ja, da ist ein. Ich hoffe, der sieht das nicht durch den. Hat er uns gesehen? Ja, aber er ist ausgeschaltet, er konnte nichts funken. Es sind ja nur zigtausend Zivilisten hier, gerade wie die aufgeweckte Häschen wegrennen. Das tun die nicht schon seit Anfang an. Da sollte auch mal wegrennen. Sonst ist nichts passiert. Eine Etage hoch ist auch nichts. Okay. Aber wenn ihr dann noch eine Etage hoch geht, da sitzt einer, der lauert. Er hat die Drohne abgeschossen. Wo lauert der genau? Also eine Etage könnt ihr hochgehen und dann die nächste, aber er war quasi, wenn ihr die Treppe hochkommt, links. Achtung, im Gebäude kommen drei Leute rein. In unser? Vermutlich, wenn ihr das mehrstöckige ist. Sie kommen auf euch zu. Okay, dann sollten wir die Flucht nach oben antreten. Negativ. Geht sofort in Deckung, es sind einige. Ich begebe mich hier in den Säcken in Deckung und werde sie begrüßen.
bin jetzt auf dem Dach mit der Hoffnung, dass sie nicht so weit hochkommen. Das Dach wäre auch eine gute Position für den Sniper, falls der Turm nicht besser ist. Also einer ist wieder weggelaufen. Schießt grad von hier unten, von hier drüben, also. Wie sieht die Lage im mehrstöckigen Gebäude aus? Da ist noch keiner. Ich neutralisiere einige Gegner da drin. Sie sind alle in der ersten, beziehungsweise im Erdgeschoss, und das sind 5 oder 6 Leute da unten. Keine Ahnung, wo sie so viele schon wieder her haben. Kamen alle von gegenüber. Ich habe eine Idee, ich könnte ein Fass am Anfang des Lagers anschießen. Dann würden sie vielleicht dahin gehen. Du kriegst Gesellschaft, waren wir? Ja, es ist ausgeschaltet. Ich bin in der dritten Etage. Ja. Einer weniger. Zur Not müsst ihr Minen legen auf die Treppe, sodass sie nicht zu euch hochkommen. Aber nicht im Radius stehen. Das sagt sich einfach. Wow! Was ist das? Ups! Oh fuck! Und die Drohne. Einer bei mir im Gebäude wieder ausgeschaltet. Snipers Kampf und Krieg, ich habe keine Munition mehr. Verdammt! Ich habe keine Granate. Handfeuerwaffe. Ich sollte noch welche haben. Ich werde von 3 und 1 und 2 weiteren beschossen. Soll ich zu dir hochkommen? Negativ, ist nicht nötig. Enno, bist du ganz unten im Gebäude? Nein, komm nach oben. Runde nach oben. Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin Personen. Ich habe eine gesehen. Habe meine Position verlassen, habe Basis jetzt betreten. Ich nähere mich unserem Team. Ja, achte darauf, bei 3-1 sind noch 3 weitere Personen mindestens. Es gibt an dem Gebäude eine Außentreppe an den Bandleisen. Wenn du diese Personen alle erledigen könntest, wäre das ideal für mich. Bin dabei. Sie haben schon wieder meine Drohne abgeschossen. Also momentan ist bis auf das Erdgeschoss alles sicher, aber es kann sich halt sehr schnell ändern. Einer ist von der Außentreppe reingekommen, ist aber erledigt. Achtung Reaper, in dem Gebäude könnte sich im ersten Stockwerk eventuell noch eine Person befinden. War nicht sicher, ob ich den Tango down gemacht habe. Verstanden. Drücke auf das Dach vor. Ja. Oh Mann. Ich glaube, sie kommen wieder. Leider. Melde innerhalb des Gebäudes derzeit keine Kontakte. Ganz sicher? Bisher ja. Also eine Etage unterm Dach ist nix. Lass mich mal gerade bewusst. Ja. Zweite Etage drunter auch nix. Okay. Also nach unten seid ihr erstmal sicher. Wer ist das? Der Mann hat ein Messer. Ich glaube, es ist ein Zivilist. Ah, Munition. Okay. Gebäude ist sicher, sagt der Commander. Ja. Okay. Ich bin mit der Drohne im Erdgeschoss und bis dahin der Tango ist das Gebäude sicher. Scharfschütze, wo befindet sich die Munition? In meinem Gebäude drin, ganz hinten durch. Oh. Oh, Nachschub. Was noch was? Ich hab einen Coca-Vorrat zerstört. Das Gebäude, das ihr jetzt betretet, ist unser Zielgebäude. Seid vorsichtig. Zurück, hier sind die Vorräte, beziehungsweise die Munition. Hab ich nicht gesehen. Habt ihr noch andere entdeckt? Ah, da. Da hinten seid ihr.
irgendwo. Ja. Ohne. Danke. Sind das die Produktionsanlagen von Kokain? Müssten sie sein. Okay. Sollten wir sie hochjagen? C4 drauf und freuen, oder wie war das? Ja. Ja. Wollen wir mal, Maestro, walte deines Amtes. Ich rücke einmal Zeug vor. Macht Spaß. Achtung, wir haben Zivilisten im Gebäude, nicht dass die mitgesprengt werden. Sollen laufen. Die müssen. Oh. Das ist auch du sollst ihn nicht erschießen, du sollst ihn nur erschrecken. Bestätige Zivilist kann nicht mehr in die Luft gejagt werden. Ja, er ist tot. Hast du toll gemacht. Ich versorg den mal kurz. Mal gucken, ob du den überhaupt noch ins Leben bringst. Wir wollen das nur mit dem Sprengstoff. Oh, er ist weg. Muskel 4, damit schaltest du durch. Dann kannst du da. Ich werde beschossen. Oder hat einer von euch irgendwie komisch? Muss ich erst noch verschwingen. Was jetzt? Ich setze hier eine Mine ab. Ah, nicht. Verhandelt von Mine nicht. Ja, passt schon. Geh da weg. Hm? Weg. Granate fliegt. Nehmt das. Ja, das war voll so. Nein. Granate fliegt. Nein. Ich glaube, unser Sand hat mal wieder jemanden auf dem Gewissen. Nein, hat er noch nicht. Noch nicht. Vorsicht aus dem Weg. Explosionsbefehl war doch gegeben. Ich glaube, das hier zählt auch. Das sieht aus wie ein Mischmaschine. Granate kommt. Komme mierda culeros. Die Anlagen sollten eigentlich noch kurz sein. Funktionsfähig nicht mehr aus. Ja, hinter dir. In dem anderen Gebäude. Zieht besser den Kopf aus dem Arsch. Sonst hat er bald kein Geschäft mehr, das er führen kann. Das Obwohl, nee, das war's schon. Hab recht. Ich hole nochmal Munition nach. Gut, ich würde sagen, das haben wir erledigt. Habt ihr Informationen, dass gegenüber noch irgendwie eine Waffenkiste sein müsste? Mhm. Nein, verdammte. Oder habt ihr die schon? Negativ. Müsste links neben dem Funkhaus sein. Amria, sie. Hier ist eine Waffenkiste. Oh, genau. Und links. Was befindet sich in dem goldenen Schätzchen? Scheinbar eine Waffe. Hast du uns gefunden, Enno? Ja. Bin vielleicht da. Granate fliegt, nehmt das. Ja. Ja. Und was haben wir Schönes? Wir sind hier zwar am Wasser, aber haben anscheinend keine Boote in der Nähe, das ist schade. Aber da vorne war, glaube ich, ein Helipad, oder? Der Heli, der da drauf steht, der ist vorhin in die Luft geflogen. Na prima, sicher? Meine Spielzeuge. Ich mein... Könnten. Also, ich gehe nochmal gucken, ob der wirklich hochgegangen ist, weil ich meine, da hatten wir doch nichts gemacht, oder? Ich suche sonst noch weiteren Helis, eventuell, die man nicht leicht sieht. Also, der sieht noch gut aus. Für mich auch. Dann nehmen wir den. Ist das jener, der am Anfang des Geländes stand? Genau. Okay.
Ich fahr das Motorrad. Na, wo ist unser Sunny? Brauch noch einen Moment. Oh, da ist er. Der bringt uns jetzt mit dem Motorrad um. Er hat keine Sprungschanze, um zu uns hochzukommen. Ich habe ganz andere Probleme, glaube ich, gerade. Sag bloß, du hast den Knöchel verstaucht. Negativ? Spring rüber. Finde über die Mauer Treppe springen. Nicht. Du bist sportlich. Über die Mauer springen. Moment. Über die Mauer. Wie in der Grundausbildung. Einfach rüber. Ah, hier. Halt dich mal die Kugel fest. Geh doch mal schön. Danke dir. Schlag. Ich glaube, das passt. Ist ein ne? wenig. Boah. Oh Gott, das war fast der. Ich glaube, der sollte mal zurückgehen. Hinter uns. Ja, die Richtung sieht gut aus. Und gleich fällt er wieder vom Himmel. Vor uns sind so ein paar Inseln im Wasser, da müssten wir hin. Aber dann. Die Insel scheint komplett feindlich zu sein, deswegen vielleicht. Ich kann nicht aus Sichtfeld. Ja. Zur Not müssen wir rüberschwimmen. Ist da unten nicht irgendwo Boote? Ja, links von uns sehen welche. Ja, genau, da sind. Das ist ein ganzer Hafen, oder? Ja, ein Hafen wird dann immer nicht. Ja, aber es sind halt einige Boote. Davon können wir halt bestimmt eins ausborgen. So. Wir können auch nochmal aufmunitionieren. Dann kann unser Captain mal seine Fähigkeit zeigen. Jo, Captain, mein Captain. Ja, Captain Brassmann. Captain Johannes Brassmann zur See. Nein, mit einem Auto fährt man nicht im Wasser. Naja, hast du Fortnite mal gespielt? Da gibt es fliegende Busse. Oh Mann. Ich kenne diesen ganzen neumodischen Schrott. Aha. Ich bin Berufssoldat nach Strich und Farbe. Ach so. Mit Leib und Seele, so heißt das. So, hier irgendwo soll so ein großes Boot sein, so ein Fischkutter irgendwie. Links von uns, an der Insel. Noch weiter, weiter, links, links, links. Wir fahren gleich eine schöne Schleife rum. Genau das. Vorsichtig. Welcher Kutter? Da liegt wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, in der Mitte von der Insel wahrscheinlich. Die ist so ein bisschen U-förmig. Und da soll ein Kokainlabor sein. Auftrag so ist? Ich glaube zerstören. Na, erstmal erreichen. Aber oh, stopp! Gegner! Ja. Zwei Stück weg, zurück! Puh! Oh Mann, jetzt sind schon wieder die Schuhe ganz nass. Naja, solange nur die Schuhe sind. Ja, aber wenn die Füße mal erstmal kommen. Schau mich einmal um. Drohne fliegt. Ja, kommt die Treppe runter. Ach Mist. Kann ausgeschaltet werden. Ja, lass ihn runterkommen, Oben auf dem Ding sind noch jede Menge andere. Ausgeschaltet. Ja. Einer weniger. Sehr gut. Einer befindet sich hinter dem Heli. Ich denke mal, den Heli nehmen wir für unseren Abflug, richtig? Solange er ganz bleibt, wäre gerne. Gut. Könnte die 1 gut ausschalten? Dann mach! Abschluss so langsam. Aha. Halt, ich höre Stimmen. Ich meine nicht die Stimme in meinem Kopf, sondern die Stimmen oben auf diesem Berg hier. Also ich habe keinen weiteren auf dem Berg gesehen, oder? Rechts geht noch ein kleiner Weg hoch, würde ich sagen. Oder? Sie ein zweites Doch, da ist ein Sniper über euch. Und der hat mich natürlich entdeckt. Hab ihn erledigt. Sehr gut. Ich hoffe, er hat nicht gefunden. Beziehungsweise er hatte, glaube ich, einen Shotgun. Ich versuche da mal hochzukommen, wo kommt man denn hier hoch? Ja, die anderen sind in Aufbau, die haben das mitbekommen. Oh, da ist ein Scharfschütze auf der. Ja,
auf der Balustrade gegenüber. Der scheint abgeschaltet zu sein. Aber mittig. Nee, der Sniper lebt noch. Ja, es gibt mehrere Sniper. Ich zähle mindestens vier. Ich bin. Oh, meine Arm ist ein wenig verletzt. Einer ist angeschossen von uns. Der liegt hier beim Helikopter. Das ist unser Sunny, ich kann überhaupt nichts machen, ich stehe unter Dauer. Bin bei ihm. Reaper, siehst du, wenn du den Weg beim Heli runterguckst, da ist einer auf der Balustrade oben. Ich sehe die ganze Zeit seinen Fernblast glitzern. Reaper ist getroffen. Oh Gott. Ah ja, ich sehe Reaper, aber. Okay, die Lage scheint klar zu sein. Reaper, das schaffst du. Das schaffst du, Reaper. Geh in Deckung sofort. Oh mein Gott. Das war's mit dem Heli. Nummer 3 ist ausgeschaltet. Achtung, weg vom Heli, falls er explodiert. So, trau dich doch mal raus, du Kleiner. Okay, die Rückfahrgelegenheit war eine. Das gibt's doch nicht, jedes Mal duckt er sich weg. Keiner. Gegner am Boden. Ist der drunter? Der ist down. Okay. Okay, also ich sehe jetzt nur noch Bewegung auf dem Schiff. Aber da einige. Bestimmt 6 Personen. Aber auch Zivilisten. Granate kommt, komme mierda culeros. Oh. Schon effektiver als ich dachte. Okay, das waren einige. Was ist mit Person? Tango getroffen. Drei. Hinten auf dem Schiff ist noch einer. Aber irgendjemand hat gerade noch meine Drohne abgeschossen. Das war der nicht. Oh, es gibt hier noch einen Scharfschützen von meiner südlichen Position. Scheiß drauf. Der ist, wenn man Richtung Turm guckt und dann rechts unten irgendwo. Vielleicht hier unten am Strand direkt. Ja, einen halben Klick entfernt etwa. Habt ihr ihn? Negativ. Negativ. Den auch nicht. Hab ihn. Ich sehe. Down. War doch auf einen auf der anderen Insel. Die mit dem Turm? Links vom Turm. Versteckt sich jemand unseren Sunny? Ja, er ist hinter einer. Ja. Ah, unser Sunny redet noch. Ja, alles gut. Schön krass auf dem. Kein freies Schussfeld auf 1. Er versteckt sich hinter so einer komischen Kiste. Ja, und dazwischen liegt noch mal eine kleine Klippe bei mir. Der Tango am Boden. Okay. Das Schulterblatt ist weg. Gemeinsam vorrücken. Granate, hola putas! Beziehungsweise Reaper, positionier dich so, dass du am besten das Boot im Blick hast. Das Boot ist leer. Trotzdem, falls noch jemand ankommt. Na dann. Ich geh auf mein Türmchen. Hier ist Munition links. Ich leg da mal das C4. C4 platziert. Also wir sollen eine Gasflasche öffnen. Auf dem Schiff. Wahrscheinlich soll es nach dem Unfall aussehen. Gasflaschen. Ah, hab sie. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Oh. Dann rennen wir wie die Teufel? Wie tasmanische Teufel. So, das ist nur die Frage. Also lieber ein Stückchen weiter weggehen, wer weiß, was das für eine Explosion gibt. Der Funke hat nicht gereicht. Ja, auch nicht. Vielleicht eine größere, sowas wie eine Granate? Nee. Ah, es hat anscheinend... hat gereicht. Weiß ich nicht. Granate fliegt. Da soll irgendwie noch ein Sicherungskasten sein, vielleicht können wir den nutzen. Oh. Ich bin auf dem Schiff, nicht weiterfahren. Schade. Ich suche mal mit auf dem Schiff. Im Hinteren, also im Heckbereich. Ah, hier, ich habe einen Sicherungskasten gefunden.
Da wären mal zwei Kabel. Da stehen schon die Funken. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hochgeht. Wen runter. Unser Sunny macht mal wieder nervt gefährlich. Bewegt euch, Lauf das Ding fließt gleich in die Luft. Weg. Lieber noch weiter weg. Enno auch, genau. Bumm. Nichts. Bumm. Okay. Naja. Ah. Geht's allen gut? Jakob, ja, die Luft, und der Tag ist dein Freund. Sehr gut. Emissario muss schnell reagieren, sonst tötet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Wir machen ihm Feuer unterm Arsch, bis er springt. Dann schnappen wir ihn. Nomad, hier ist Bakatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt haben. Klingt gut soweit. Um das wettzumachen, hat El Emissario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Dreckskerl. Die Klinik darf nicht in die Hände fallen. Okay, jetzt sorgt man sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. Achso, weil auf dem Wasser ist ja noch eine schöne Luxusjacht. Naja, das wird aber auch auffallen. Und die Dinger sind doch eh nicht so schnell. Wir müssen auch nur wieder an Land. Aber in die andere Richtung an Land. Dann haben wir auch wieder einen Heli. Was hier? Ja. Besten Dank. Geparkt. Unser Captain war wohl mal früher einer, der an südafrikanischen Küsten Tanker auf Grund gesetzt hat. Ja, da gibt es ja solche Friedhöfe. Da warst du mal lange Zeit im Einsatz, was? Nee. Ich fliege. Brauchen wir nochmal so eine Saison auf. Nicht in den Rotor laufen. Okay. Wie sieht's mit euren Speicherkarten aus? Gehen langsam voll. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat einem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.